Hallo Leute und herzlich willkommen zu Level 2 der Kochfähigkeit bei Akina. Ich habe hier mal wieder ein bisschen Zeug rumstehen lassen, in der Hoffnung, dass es irgendjemand weiterkocht. Und nebenbei sehe ich gerade, ist der Kühlschrank schon wieder kaputt gegangen. Bestimmt, weil hier ständig das Zeug so zuschleudert. Und ich fühle mich unwohl. Wahrscheinlich, weil schon wieder Haufen Zeug kaputt ist. Ich weiß auch nicht, was hier los ist. Und ich habe, glaube ich, Macaroni mit Käse genau gemacht. Wo gehst du hin? Wasch doch nicht immer alles ab, Fergus. Können wir ihn herbeirufen, dass er sich zu uns setzt oder sowas? Geheimnis, Klopf-Klopf-Witz kommt ja nicht so gut bei ihm an. Das machen wir mal lieber nicht. Und Akina kommt zu uns getrampelt. Was hast du da? Rührei. Na gut, besser als nichts. Und der Herd ist auch noch kaputt. Aber na gut, das ist jetzt kein so großes Problem. Wir haben ja ein relativ hohes Level von allem. Oh, wir können... Oh, du siehst traurig aus. Können wir dir eine fesselnde Geschichte... Hat er das gerade zu mir gemacht? Ran an den Speck, Leute. Was ist hier los? Wir... Polizistenwitz, Insiderwitz. Nein, wir... Können wir nicht... Aber wir uns unwohl fühlen, oder? Können wir dir den Tag verschönern? Und halt, ich habe Schmeicheln gelesen. Tratschen ist blöd, Farbtheorie, man parodieren ist nicht so gut. Wir können über die Interessen reden. Moment, ich scrolle hinaus. Renn nicht weg. Geht auf die Toilette, oder? Wäre ungünstig, wenn wir dahinter herlatschen. Achso, sie fängt jetzt das nächste Gericht erstmal an, was ich gleich wieder stehen lassen werde. So, dann, was können wir über Probleme beschweren? Nee, wir schmeicheln ihm mal. Dein Schlafanzug sieht hervorragend aus. Oh, ein von Herzen kommendes Kompliment machen. Das wollen wir auch. Hände küssen, über Interessen reden, Insiderwitz. Level 4 der Charmfähigkeit. Wir können ihm auch den Tag verschönern. Dann können wir... Ich weiß nicht. Wir schmeicheln erstmal. Soll ich das mal probieren? Ich habe Angst. Er hat uns immer weggeschubst, wenn wir irgendwas gemacht haben. Wir probieren's. Oh Gott, wie süß! Oh! Ich bin gerade überrascht. Warum? Warum auf einem... Was? Nein, das ist jetzt ein bisschen zu schnell. Bitten, Freund zu sein, Wange streicheln, Anmachspruch. Oh, Händchen halten. Wir machen es mal ganz vorsichtig. Auf dem Klo. In Schlafzeug. Wundervoll. Was sollen wir tun? Mit jemandem flirten. Na, hast du Bock? Ewige Liebe erklären. Oh, was ist Knuddeln? Ich möchte alles sehen. Und warum bist du... Kann es sein, dass die Statue, beziehungsweise ich sage immer Statue, diese Skulptur noch bis hierhin wirkt? No, was ist 144? Ah, Muffin hat uns was gebracht. Jemandem schmutzigen Witz erzählen. Geheimnis ausplaudern, Insiderwitz, verführerisch. Was ist das? Er regt sich wieder mega über die dreckige Küche auf. Oh Gott, was habe ich gesagt? Es muss gut gewesen sein. Und im Hintergrund dieser brutzelnde Herd, der jeden Moment irgendeinen Sim in Flammen aufgehen lassen könnte. Ich. Was ist los mit ihm auf einmal? Also ich schwöre euch, ich habe nichts gemacht. Ich habe nicht mit ihm irgendwas gemacht, was ihr nicht gesehen habt. Ich habe sie einfach schlafen lassen. Und was ist hier? Techtelmechtel. Nee, 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 nee.
Ich glaube, das geht mir zu schnell. Pflanzen abernten, mit sich selbst reden. Was hier? Irgendwas mit Akina? Steht sie hier in der Nähe? Ach, da kommt sie dazu. Ey! Was ist mit mir? Boah, was hat er gesagt? Er trinkt seinen Kaffee und... Er plaudert. Sehr unbehagliche Begegnung. Warum? Habt ihr zwei was miteinander? Sie mag Trash sehr und ihr seid auf einem relativ normalen Level. Und du magst Roy sehr. Wie er guckt. Das ist einfach so der perfekte Gesichtsausdruck. Warum ist das eine sehr unbehagliche Begegnung? Es wäre klug, eine Weile zu verschwinden. Für mich? Oh, dir tut der Rücken weh, oder? Wir können dir mal schmeicheln und dir den Tag verschönern. Vielleicht geht's dir dann ein bisschen besser. Können wir vielleicht irgendwas Lustiges erzählen, kennenlernen? Können wir... Klar, wir erzählen dir auch noch einen schmutzigen Witz, wenn wir einmal so sind. Wir machen ein Kompliment über dein Outfit. Vielleicht geht's dir dann ein bisschen besser. Wir machen außerdem noch mal einen Polizistenwitz. Wir können hier vielleicht mal ein bisschen über Kochen reden. Ich glaube, du bist jetzt auch kürzlich im Level aufgestiegen. Vielleicht möchtest du über deinen Levelaufstieg reden. Und wir können dich noch ein bisschen kennenlernen. Aber danach würde ich sagen, was macht ihr? Ihr findet die Betten auch nicht so geil, ne? Aber ich würde sagen, danach reparieren wir erstmal das hier und das, bevor sich hier noch irgendjemand tötet. Und wenn ich das gemacht habe, dann verschwinden wir mal auf der Toilette. Oh nein, Domkeks und ich transformieren zu Domlandi. Warum? Ich glaube, das ist gerade nicht gut, was wir hier tun, oder? Warum? Ah, jetzt geht's weiter. Okay. Dann würde ich sagen, nachdem wir das repariert haben, reparierst du dann das. Wir konnten es ja gerade nicht machen, weil der Dom davor war. Und dann gehst du auf die Toilette. Wir sind ja schon wieder gleich fertig. Also wir sind ja schon extrem schnell mit allem, was wir hier tun. Dann könnten wir hier draußen alles ernten. Wir könnten bewässern und gegen Käfer einsprühen. Außerdem können wir das Ding hier weiterentwickeln. Und hier könnten wir auch mal Teile plündern. Was anderes zum Weiterentwickeln haben wir momentan, soweit ich das sehen kann, leider nicht. Ist jetzt aber auch nicht so schlimm. Und der Muffin ist sehr, sehr sportlich. Aber wenn er solche Sachen hier macht in der Aktivität, warum benutzt er nicht dieses Gerät hier hinten? Irgendwie hassen die das. Oder geht er jetzt dorthin und benutzt es? Nee. Ich weiß nicht, woran das liegt. Irgendwie mögen die das Ding dort hinten nicht. Wo läufst du hin? Klaust du meine Tuning-Teile? Nicht wegnehmen. Nicht wegräumen. Das mache ich später noch. Kann das hier schlecht werden? Fish and Chips fortsetzen, das fortsetzen. Und das irgendwie will niemand meinem teuflischen Plan nachgehen. Und ich muss auch bald mal wieder irgendwie einen besseren Rhythmus oder sowas reinbekommen. Hier Frösche züchten, damit wir mit allen mal zusammen wieder wach sind. Wie viel haben wir denn schon wieder? Wir haben schon wieder fast 7000. Ich muss dann auch gleich mal gucken, ob wir schon wieder eine Rechnung bekommen haben oder irgendwie sowas. Das war's, glaube ich, auch schon wieder. Nö.
Keine Rechnung, sehr, sehr gut. Mit fast 7000 können wir dann auch wirklich bald das unterste Geschoss ausbauen. Beziehungsweise ihr habt gesagt, ihr würdet gern modernisieren. Ich glaube, sowas hier kann man modernisieren, wie die verschiedenen Küchenplatten und sowas. Ich muss allerdings leider diesen alten Kühlschrank lassen, ich muss den alten Herd lassen und den PC und so weiter auch, beziehungsweise den Stuhl. Ich könnte natürlich einen hochmodernen Tisch nehmen und sowas. Aber ich muss halt bei den anderen Sachen immer die schlechteste Qualität nehmen. Das ist halt das Problem. Und das Klo ist schon wieder kaputt. Sie ist hier draußen noch ein bisschen beschäftigt. Deswegen, das Modernisieren müsste sich in einem gewissen Rahmen halten. Was aber eigentlich ganz okay ist, glaube ich. Ich habe auch drei oder vier solche verschiedenen Theken gesehen, die wir durch das Erringen. Oh, was will ich hier? Freundlich zu ihm sein. Jemanden anrufen und mit mir selbst sprechen. Kriegen wir alles noch hin? Sie sprüht noch die Käfer ein. Ihr müsst mal, kann das sein? Ich komme gleich und repariere das. Keine Sorge, Jungs. Ihr könntet aber auch eigentlich mal selber Hand anlegen. Das macht auch keiner von euch. Der Song gerade klingt irgendwie, als würde er aus Nightmare Before Christmas kommen. Tut er vielleicht auch, aber ich glaube es bald nicht. Quatschte mich voll, während ich das Zeug hier mache. Das ist echt nett. Und wie schon gesagt, wir müssen noch einiges aufsteigen in unserer Gartenfähigkeit, bevor wir den Garten endlich pflegen können. Ich glaube, es war Level 9. Wir sind gerade mal auf Level 5. Beziehungsweise die Hälfte von Level 5. Das ist so frustrierend. Aber ich kann ja, ich habe von der Lizzie ja den Tipp bekommen, dass ich mir auch Bücher nehmen kann und die Gartenfähigkeit erlernen kann. Ich weiß nicht, ob das eventuell schneller geht. Wir können es ja dann, wenn es uns gut geht, mal ausprobieren, wie das aussieht. Na. Ich sprühe da draußen 3 Stunden lang das Zeug gegen Käfer ein. Haben wir noch so viel im Kühlschrank, dass du. 5 Stück übrig. Warum hat der Orangensaft kein Verfallsdatum oder sind das verschiedene? Der hat anscheinend kein Verfallsdatum. Keine Ahnung. Huch, nein, nicht dahin gehen. Und du hast Level 4 der Logikfähigkeit erhalten. Beziehungsweise ich habe im Haushaltsinventar gesehen, wir haben ein Spionageset oder irgendwie sowas. Dürfen wir das eigentlich, wenn sie sowas ehrlich sich erwirtschaften, ohne dass wir sie gesteuert haben, dürfen wir das in der Wohnung platzieren und sie dann damit interagieren lassen? Ich bin mir nicht sicher. Haut mir gerne eure Meinung wieder mal dazu in die Kommentare, damit ich weiß, ob ich das machen kann oder nicht. Und was ihr dazu sagt, Ableger nehmen und sowas ist. Nutzt jetzt nicht so viel, das würde ich gar nicht machen wollen. Und du bist fertig mit allem, das ist echt schön. Was kannst du denn mal machen? Dann wisch mal bitte auf, damit die Leute aufhören rumzuheulen und repariere das Ding hier mal. Dann kann ich. Du bist gar nicht bewässert, kann das sein? Du hast auch nicht geerntet, warum nicht? Das machst du dann gleich mal danach. Na, kann schon was rein? Jetzt. Sehr gut. Wir brauchen doch das Geld. Da kannst du doch nicht einfach nur die Hälfte machen. Oh, du musst mal dringend. Es ist gleich soweit. Du kannst gleich wieder auf die Toilette gehen. Die reparieren wir ja schon als nächstes. Wie ist eigentlich euer Verhältnis zueinander? Oh, du magst Josie nicht, aber ich glaube, ihr habt euch gekloppt, ne? Oje, oje. Pandoli Usenet. Smishi Yufana. Chinosa. Lansif Zarde. Spabim Abalo? Chilo Panive Baima. Hana Klet. Binfaheb? Oh, Fina. Okay. Gut, die Toilette haben wir repariert. Da können wir hier das noch machen und da auch nochmal aufwischen. Und. Machst du wieder nur die Hälfte? Ich hoffe es doch nicht.
Denn wenn ich mal das nächste Mal nicht ordentlich hingucke und du nur die Hälfte machst, dann sterben doch unsere Pflanzen und damit unsere Hoffnungen und Träume und unser Geld vor allen Dingen. Wir bekommen von manchen Sachen gar nicht so viel. Gut, ich habe auch fast die Verlockung, hier mal so einen Frosch einfach in die Bude zu stellen und zu gucken, wie sie darauf reagieren oder ob es überhaupt möglich ist, dass die Sims darauf reagieren. Ich weiß gar nicht, ich hätte gern so ein Haustier und so ein Frosch ist doch ein super Haustier, oder? Okay, diesmal hast du wirklich alles bewässert, zumindest ist die Erde dunkel. Das ist gut und es tropft auch ein bisschen. Dann ist unser Garten schon mal ein bisschen in Schuss. Aber es ist noch ein langer Weg bis Level 9. Hast du... Ja, du hast sehr, sehr gut. Da können wir mal gucken. Irgendjemand hat gekocht, oder? Habt ihr das weggeräumt? Wir nehmen uns mal ein Gericht und schlabbern das auf. Und wenn wir das getan haben, dann könnten wir danach... Oh nein, es ist schon wieder kaputt. Das hier reparieren höchstwahrscheinlich. Und dann auf die Toilette, dann eine Runde duschen. Und ich würde dann gern probieren, ob wir ein Buch lesen können und damit unsere Gartenfähigkeit steigern. Und wenn das gut funktioniert, mache ich den gleichen Spaß auch nochmal bei der Geschicklichkeit. Kann sein, dass Akina was essen möchte und wir blockieren einfach mit unserem breiten Hintern den Kühlschrankzugang. Was ist los? Irgendwie streiten wir uns immer mit Akina. Das finde ich nicht so cool. Immer wenn sie dieses Inja, Inja sagen, machen sie meistens einen schmutzigen Witz. Hier ist schon wieder alles nass. Aber na gut, das Ding ist auch noch kaputt. Oh nein, räumst du das weg? Warum kochst du es nicht zu Ende? Es hat doch vorher so gut funktioniert. Oh, was ist hier? Von Akina beleidigt werden? Nein, das möchte ich nicht. Okay, wir haben ein neues Teil, was hier bestimmt draußen irgendwo liegt. Oder doch nicht? Nee, es liegt hier drin. Das können wir dann später auch nochmal plündern und... Sagt mal, Leute, ihr macht mich echt wahnsinnig. Wieso? Das ist doch unmöglich. Wie kann man das alles so schnell kaputt kriegen? Haben wir Spaß beim Bücherlesen? Wir probieren es dann einfach mal. Wir öffnen mal und gucken, was wir dort lernen könnten. Ich würde die Gartenfähigkeit als erstes mal vorziehen. Ja, liebe Männer im Haushalt, ich repariere das schon. Aber wir machen das auch wirklich in Blitzgeschwindigkeit. Nein, ich möchte nicht von Akina beleidigt werden, bitte. Moment, wir plündern hier nochmal schnell die Teile. Obwohl wir langsam auch ein paar davon verkaufen können. Ich meine, wir haben 83 von gewöhnlichen Tuning-Teilen. Ist jetzt auch schon ziemlich viel. Und wir gucken mal hier im Bücherschrank, was sich so befindet. Warum bewegt sie sich nicht zu dem Bücherschrank? Öffnen. Aber sie hat ja auch irgendwie das von Akina die ganze Zeit in der Warteschlange. Nein, du sollst nicht Schach spielen. Oder können wir bei Bücher kaufen das nur machen? Okay, schauen wir doch mal. Was haben wir denn hier für Fähigkeiten? Poesie, Romantik, Science Fiction, Krimi, Fähigkeit. Das ist gut. Angeln, Backen. Das ist auch Backen. Charisma, Comedy, Fitness, Geige, Geschicklichkeit. Sollte ich sie vielleicht... Ich kaufe mal von jedem einen Band. Gourmet-Küche ist jetzt noch nicht so wichtig. Das Gärtnern ist eher wichtig. Oh, es ist so teuer. Aber na gut, ich bin ja auch die Einzige, die hier da was macht. Kochen, Logik.
Malen, malen ist bestimmt auch noch mal sehr interessant. Raketenwissenschaft, Schelm, Schreiben, Videospiele, wie man der feinen Gesellschaft angehört. Ich kaufe jetzt erstmal das, was wir dazu alles haben. Das habe ich jetzt auch anscheinend im Inventar. Was ist hier? Geschicklichkeit Band 3. Wir müssen bestimmt von unten anfangen. Ich würde gern mit dem Gärtnern anfangen. Hier Band 1. Das les mal bitte. Bleibt es dann so lange im Inventar, beziehungsweise macht ihr das so lange, bis das fertig ist, das Buch, und wir damit irgendwie in den Fähigkeiten gestiegen sind oder so? Sind wir eventuell schon viel zu hoch für... Ach, das ist Logik hier. Wo haben wir es denn? Ich glaube, ich lese gerade Gärtnern, ne? Gartenarbeit. Sind wir vielleicht schon viel zu hoch, als dass wir das Buch hier überhaupt nicht mehr brauchen könnten? Denn sie hat ja überhaupt keine Anzeige von Wissen über ihrem Kopf. Ich weiß es nicht genau. Ich kann schon wieder alles ernten. Legt sie das? Das legt sie einfach so jetzt dort wieder hin. Okay. Okay, nee, du nimmst dir mal bitte keinen Kaffee, sondern du gehst mal raus und ich habe gerade gesehen, du hast noch gar nicht alles geerntet. Und wenn wir das gemacht haben, dann können wir eigentlich noch ein bisschen am PC spielen. Eigentlich dürfe ich nichts in mein Inventar packen, aber ich glaube, das ist eine Ausnahme, oder? Ich weiß es nicht genau. Erntest du fleißig? Oh, du bist hierher gekommen. Was möchtest du denn? Ich glaube, es ist hier auch gerade ein bisschen buggy, dass die ganze Zeit das mit der China drin steht. Ist auch irgendwie komisch. Oh, oh. Oh, was war das denn? Das war mega süß. Oh, und er denkt an Klos, nachdem er uns geküsst hat. Das ist natürlich sehr sympathisch. Aber er hat es geschafft, dass wir in einer Sekunde von wütend auf total fröhlich wiedergekommen sind. So, dann setz dich mal vor den Rechner und spiel mal irgendwas, bevor das irgendjemand anderes tut. Und wenn wir das noch ein bisschen gemacht haben, dann kannst du eigentlich ins Bettchen wieder huschen. Gelangweilt? Ist nicht so mein Spiel, oder was? Was können wir denn nochmal in Bestellung programmieren, üben? Online für den guten Zweck spenden, schreiben, Haushalt. Was ist bei Haushalt? Umziehen lassen. Nee, 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 das wollen wir alles nicht. Job suchen wollen wir auch nicht. Was ist denn hier noch? Web, Kontakte knüpfen. Lustige Videos angucken, recherchieren. Nee, wenn dich das Spiel langweilt, dann spiel mal Sims Forever. Genau, mach das weg. Oder was ist hier? Amateurstunde, etwas gelangweilt von der Lektüre eines Buchs von einem niedrigen Fähigkeitslevel. Ah. Habe ich die jetzt quasi verinnerlicht? Habe ich die schon durchgelesen? Ist das alles schon... Ist das hier quasi Level 1, 2 und 3 dann? Dann habe ich es ja schon lange hinter mir. Dann habe ich das aber auch für alles. Dann habe ich hier gerade 1000 Simoleons und sonst ausgegeben. Ich weiß es nicht so genau. Was ist hier? Mit Freunden reden? Ach so, weil er dazugekommen ist. Na, wie wir instant glücklich werden. Das ist voll süß. Ich bin zwar etwas schockiert, wie sie es auf einmal entwickelt hat. Eventuell ist das auch irgendwie durch ein Update mit dazugekommen, dass Beziehungen irgendwie anders aufgebaut sind. Ich habe keine Ahnung. Aber schon sind wir wieder gelangweilt von unserer tollen Lektüre, aber auch nur noch 2 Stunden. Oh, die ersten gehen schon langsam in die Kiste. Ich würde sagen, nachdem wir das gemacht haben, gehen wir nochmal schnell auf die Toilette. Und danach ist aber auch schon Schlafenszeit. Wir nehmen mal das Bettchen hier. Nein, wir schlafen.
Müssen jetzt halt bloß aufpassen, dass nicht so viele reinkommen. Und ich starte dann gleich auch mal das Spiel neu, damit hier unten das von Ankina beleidigt werden rausgeht. Irgendwie hat sich das sehr hart festgebissen bei uns. Oh, die machen natürlich schon wieder Selfies und sowas. Trash flirtet mit. Wie süß. So, liebe Leute, aber ich würde sagen, in diesem Sinne mache ich jetzt mal eine kleine Aufnahmepause, denn ich muss die Folge, die heute rauskommt, das ist nämlich die Folge vor dieser Folge quasi, noch schneiden und für heute rausbringen. Ich glaube, die kommt sowieso schon wieder zu spät raus. Das tut mir sehr leid, wenn das immer wieder in der letzten Zeit so vorkommt. Aber ich würde sagen, wir schlafen ja auch schon. Wir beenden die Episode jetzt und machen morgen weiter, wenn es wieder heißt Let's Play The Sims The Asylum Challenge. Bis dann. Tschüss.